Fine, and you? Yeah, I just woke up. Yeah. I don't know. So it's cold. Yes, yeah. It was really bad, so. But I didn't want to ride in the dark last night. I tried it for 2 hours, but yeah, it was so slippery, and I thought, what's this? What's I did a lot of riding in the night, but the track is so muddy and yeah, almost unrideable. And when you fall in the dark, yeah, no. So it's last 50k to the finish. I think it's a little bit more than 50. Yeah. Yeah. 55. No. Do you want to know? Yeah. 58. Okay. See you. Have a whole day. Good luck. Für die Traktortour, es ist 6:30. Ja, mein Übernachtungsspot, den habe ich so ungefähr um 4 Uhr erreicht. Und ja, schätze mal 4:30 habe ich dann gelegen und geschlafen. Um 6 bin ich aufgestanden. Und ja, also als ich heute Morgen dann aufgewacht bin, jetzt nicht wegen dem wenig Schlaf, sondern einfach nur, es war arschkalt. Wir haben 7 Grad gehabt. Es ist alles nass, es ist alles schmutzig. Also ich will nicht sagen, ich kann auch nicht mal sagen, dass irgendwas schmutzig ist, sondern nein, ich bin Schmutz. Egal, was du anfasst. Und ich habe mir einfach nur gedacht, hey, boah, was mache ich hier, hey. Es ist Wochenende, ich könnte zu Hause liegen, gemütlich nachher Kaffee trinken, Brötchen essen, was auch immer machen. Und stattdessen mache ich diesen Scheiß hier. Also ich war heute Morgen wirklich kurz davor aufzuhören. Wobei ich, oh, ich weiß nicht, was haben wir gehabt, noch 6 Kilometer bis zum Finish. Okay, aber nach dem ersten Berg und der Cola sind die Gedanken weg. Natürlich mache ich weiter. Aber es ist schon eine ganz schöne Sache hier. Also die Wege sind übel, wirklich. Ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal gefilmt, heute Nacht. Katastrophe, man konnte kaum was fahren. Also so viele steile Passagen dabei waren einfach... Entweder ging es bergauf zu steil oder aber am meisten war einfach die Wege unfahrbar. Also wenn der Schlamm 5 bis 10 oder 15 cm dick ist, dann fährst du dann immer. Geht einfach gar nicht. Also um die Jahreszeit diese Tour zu machen. Mein lieber Mann, hey, das ist keine einfache Tour. Also nichts für Anfänger. Kann jeder probieren, aber ich kann natürlich sagen, wenn ihr als Anfänger so eine Tour macht, ihr macht nie wieder eine Bikepacking-Tour. Das ist nicht normal hier. Puh, viele Stellen, die einfach keinen Spaß machen. Ja, ich habe jetzt noch vielleicht 56 Kilometer. Trink meine Cola. Da geht der Trick weiter. Bis gleich. We'll be right back.
Problem ist, es ist so schmal. Es gibt keinen Platz für beides. Oh. Wie will man das denn schieben hier? Oh, oh nee. Hochkant. Oh. Oh, so geht's am besten, glaube ich. Katastrophe. Boah, Leute, ich sage euch, ich bin sowas von fertig, ey. Ging es gerade eine Rampe hoch, ich glaube. Also 200, 250 Höhenmeter nur zu schieben, richtig steil. Das eine Teil runter, da an der Brücke vorbei und das andere wieder hoch. Ich muss mir echt mal ausholen. Noch knapp 50 Kilometer, ich weiß nicht, wie ich die schaffen soll, hey, wenn das so weitergeht. Boah, ich muss wirklich sagen, hey. Ab dieser Stadt, wo ich die Spaghetti gegessen habe, es waren jetzt bis hierhin, keine Ahnung, 60 Kilometer, Katastrophe. Und er fällt dir noch hoch, hey, das macht mich fertig hier. Ich bin vom Schieben schon total im Arsch und er fährt da hoch. Scheiße. Also ab der Stadt. Unglaublich, ja. Und ich denke gar, das kann doch gar nicht sein. Das muss doch irgendwann mal leichter werden, aber es wird nicht leichter. Es kommt eine Überraschung nach der anderen. Ich bin gerade hier im Arsch. Scheiße. Ich esse was. Ich habe noch ein bisschen Brot und Salami-Sticks. Boah, vielleicht hilft das ja. Und in irgendwie 15 Kilometer kommt eine größere Stadt, Spar. Oh, ich hoffe, dass ich da mal einen Bäcker finde und einen Kaffee bekomme, ehrlich. Hier gibt es ja auch nichts. Hey. Es gibt hier noch nicht mal eine Sitzbank. Das hier ist die erste Sitzbank, die ich sehe seit, keine Ahnung, 100 Kilometern. Ich weiß nicht. Hey. Es ist 9:30 Uhr, ich bin oberhalb von Spar. Da war ich eben in der Tankstelle und habe mir ein Baguette gekauft und einen Kaffee. Es war sehr lecker. Na, ich zeige euch mal auf der Karte, wo ich hier bin. Wie immer der blaue Punkt. Spar. Kennen vielleicht viele von der Rennstrecke. Ja, und der Track verläuft etwas oberhalb, das heißt, ich bin ungefähr 500 Meter in den Ort reingefahren. Da gibt es sogar Tankstelle, Supermärkte, die auch sonntags aufhaben. Und ja, weiterer Streckenverlauf. Ich würde sagen, es kommen noch ein paar kleinere Zacken, aber diese ganz großen Dinger, die habe ich alle schon hinter mir. Dürfen jetzt noch so ungefähr, also 35 Kilometer sein, 30 vielleicht, und habe es geschafft, ja, und ich bin dann auch wirklich froh, weil ich bin eigentlich fix und fertig, ja. Fix und fertig. Ich habe euch noch gar nicht gezeigt, wie der Rundkurs ging, gell? Also das ist Track Nummer 2. Hinweg war ja mal grob hier durch die Eifel durch. Dann hier nach Luxemburg rein, Luxemburg gequert und hier wieder zurück. Und ja, also das komplette Luxemburg-Ding
Ich habe es ja gestern schon mal gesagt, ab der Tankstelle. Eine absolute Katastrophe. Super schwierig zu fahren. Und ja, muss sagen, hier ging es eigentlich gut zu fahren. Bis. Wo ist der Ort? Bis hier. Mein Spaghetti-Ort. Diese ganze Weg hier durch den Wald durch. Alles matschig und verschlammt. Dafür braucht man super lange. Besonders nachts, wenn es dunkel ist, fährt man noch mal langsamer. Aber eins ist klar: Ein Rad rutscht immer weg. Ist nur die Frage, was zuerst, Vorder- oder Hinterrad. Aber ja, rutschen tun sie beide weg. Das sind jetzt noch ungefähr 32 Kilometer. Dann wollen wir die nochmal richtig genießen, soweit es irgendwie geht. So, zum Abschluss noch mal ein bisschen Schlamm und bergauf. Mit 12 Kilometer. 2 hearts running wild. Aber Vollgas hier nochmal. Dass man nicht vergisst, wie das war. Vor 50 Kilometern. Alles gut. Congratulations. Thank you. Eh? You made it? Yeah. You okay? Okay. You feel good? Oh, I feel good. You rode all night? You rode all night? No. No, I slept for, I think, 1 hour or 1.5. Okay. Something like this. Yeah. Cool. Kleiner Zeitsprung. Ja, es ist schon Juni mittlerweile, auch wenn es nicht danach aussieht. Also der Sommer lässt dieses Jahr so ein bisschen auf sich warten. Aber es ist immerhin etwas wärmer geworden, also ich kann hier im kurzen Trikot rumfahren und ja, bin ja gerade unterwegs auf einer meiner Hausstrecken im schönen Kraichgau. Also auch hier geht es nur rauf und runter, ähnlich wie beim ACC3.
Ja, die Tour selber insgesamt waren 520 Kilometer und laut meinem Garmin 12.800 Höhenmeter. Also etwas mehr wie beim Albtraum, was jetzt aber die Tour ja ungleich schwerer macht wie den Albtraum. Ist nicht etwa das bisschen mehr an Höhenmeter, sondern ja vor allen Dingen die Oberflächenbeschaffenheit und die Wegebeschaffenheit. Also gerade diese Matschböden, die aufgeweichten Böden, ja, die haben die Tour schon ja, recht anspruchsvoll gemacht. Also ein paar Bilder von meinem schmutzigen Rad habe ich noch mal eingefangen, bevor ich es sauber gemacht habe. Also ich habe selten mein Rad so schmutzig gesehen. Ja, ein großes Dankeschön vor allen Dingen an die beiden Organisatoren von der Tour und von den Erfindern von dieser Tour. Also auch wenn diese Tour vielleicht nicht so ganz außergewöhnlich ist, wie zum Beispiel die Grenzstein-Trophy, es ist doch eine besondere Tour und ja, mit einer gewissen Würze. Und viele nutzen diese Tour auch als Vorbereitung für andere Touren, wie zum Beispiel das Hellenic Mountain Race oder auch das Transbalkan Race. Und ich habe es ja schon mal gesagt, also die Tour ist ja eigentlich keine Einsteigertour, aber wenn ihr vorhabt, zum Beispiel Hellenic Mountain Race zu fahren und nochmal eure Ausrüstung und Kondition testen wollt und euch im Frühjahr mal so richtig einsauen wollt, dann seid ihr natürlich bei dieser Tour genau richtig, auch als Einsteiger. Bei mir geht es auch bald wieder los auf eine neue Tour. Ich habe auch ein paar Änderungen vorgenommen an meinem Setup. Unter anderem habe ich einen neuen Sattel montiert. Ich bin also aktuell weg vom Brooks und ja, probiere gerade auch Aerobars aus. Was ich auch ändern möchte, ist mein Trinksystem. Da gibt es auch eine Neuerung. Und ich weiß nicht, ob es jemandem aufgefallen ist. Wo ist denn mein Name die Nummer hin? Alle Infos dazu und ob ich mit meinem neuen Setup besser klarkomme oder ob ich zurückgehe zum alten in den nächsten Videos auf der nächsten Tour. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank fürs Anklicken und bis zum nächsten Mal.